Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Schnittpunkt zweier Geraden. Und zwar sind zwei Geradengleichungen gegeben oder Funktionsgleichungen zweier Geraden und die sollen geschnitten werden. Meine Überlegung ist folgende: Der Schnittpunkt ist der Punkt, wo beide Geraden die gleiche x-Koordinate und die gleiche y-Koordinate haben. So, jetzt steht hier die Gleichung schon in der Form da, dass ich sagen kann, y ist gleich 2x minus 3, das ist die allgemeine Form der Geradengleichung. Ist beides nach y aufgelöst. Die y-Werte müssen gleich sein. Folglich müssen auch die beiden rechten Seiten mit dem x drin gleich sein. Also setze ich die beide gleich. Und das sieht mir aus nach einer ganz normalen Gleichung, die ich nur nach x umstellen muss. Und das mache ich jetzt auch gleich. Ich knöpfe mir mal die linke Seite vor und sage hier, die minus 3, das möchte ich weghaben, und um das 2x alleine dastehen zu haben. Also sage ich auf beiden Seiten plus 3. Und das muss ich natürlich auf beiden Seiten machen. Auf der linken Seite bleibt das 2x stehen. Auf der rechten Seite wird zu diesen 3 hier noch 3 dazu addiert. Also habe ich hier 0,5x plus 6. Dann möchte ich dieses 0,5x loshaben und sage dann minus 0,5x. Das verschwindet dann auf der rechten Seite und wird von diesen 2x abgezogen. Dann habe ich 1,5x ist gleich 6 da stehen. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass es x ganz alleine dasteht. So, ich habe 1,5x und das teile ich dann das Ganze durch 1,5 auf beiden Seiten. Dann habe ich hier auf der linken Seite x stehen, auf der rechten Seite 4, weil 6 durch 1,5 gibt 4. Ja, wie bekomme ich jetzt mein y? Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, so wie ich es gewohnt bin von normalen Gleichungen. Ich suche mir jetzt eine von diesen beiden Funktionsgleichungen mit dem y drin aus, zum Beispiel die obere, und sage, für das x setze ich 4 ein, also y ist gleich 2 mal 4 ist 8, minus 3 ist 5. Also das bekomme ich jetzt im Kopf hin und sage, y ist gleich 5. Nochmal die Gegenprobe. Auch wenn ich das x in die andere Gleichung einsetze, muss da genau das gleiche Ergebnis herauskommen. Und zwar y ist gleich 0,5 mal 4. Das ist 2 plus 3 ist 5. Also es stimmt. Und damit lautet der Punkt, der Schnittpunkt ist S 4, 5. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an. Und dann sehen wir genau im Punkt 4, 5 ist der Schnittpunkt. Ja, grafisch lösen kann man es theoretisch auch, aber rechnerisch geht es meistens schneller und es ist genauer. Ich freue mich wie immer über Feedback und wünsche euch dafür mit viel Spaß mit diesem Film. Ja, bis zum nächsten Film.